Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ja, ich weiß, neue Kameraposition, weil ich habe meine Monitore jetzt übereinander und kann dementsprechend die Kamera nicht mehr in der Mitte von den ersten Monitor tun. Ich werde mir da noch was einfallen lassen oder es so lassen. Hey, weißt du noch, als du als Kind irgendeinen Scheiß gelabert hast und dachtest, dass das Französisch ist? Ja, das war echt lustig. Was ist das? Aber weißt du, ich muss jetzt eigentlich schlafen. Mein Gehirn beim Einschlafen. Hat man nicht erst sowas von Just Ketchup Animation? Ja, das war cool. Und das ist halt wirklich so. Mein Gehirn, das denkt immer, ach, den halt ich jetzt mal eine Weile wach. Natürlich, excusez-moi. Dieser eine Schleife an deinem blauen Kleid, das du so gerne in der 6. Klasse getragen hast, war übrigens sowas von hässlich. Oh Gott, ja. Und ich habe mich immer darin so sexy gefühlt. Stimmt, und du bist immer so komisch gelaufen. Was so für Gedanken bei deinem Schlafen kommen? Wenn dein Crush in der Nähe war. Oh nein, wie peinlich. Und hast dabei so krass geschwitzt, weil du Angst hattest, dass dir etwas Dummes vor ihm passiert. Das war echt schlimm. Aber jetzt muss ich wirklich schlafen. Ja, ja, selbstverständlich. Gute Nacht. Ey, sag mal, ist das dein Ernst? Was meinst du? Na, dein Fuß! Was ist mit meinem Fuß? Der liegt so nackig draußen. Und? Rasieren wäre mal angebracht. Bester Fuß ever. Hast du denn etwa gar keine Angst vor dem Monster, welches dich gleich mit seiner behaarten Hand am Fuß greifen wird? Ach, das ist doch so ein Schwachsinn. Es gibt keine Monster. Ja, du bleibst mir nicht so sicher. Nicht hast du mal in unsere Regierung geguckt? Oder vielleicht auch nicht. Aber das werden wir gleich erfahren. Bist du jetzt zufrieden? Ja, aber ich würde an deiner Stelle am besten die Decke noch unter die Füße packen. Weißt du, dann hat das Monster gar keine Chancen mehr. Beste Monsterabwehr, die es gibt, Alter. Noch eine kleine Lücke. Super, jetzt sind wir gerettet. Ja. Übrigens, hast du den Wecker gestellt? Ja, auf 6 Uhr. Sicher? Nicht, dass du das mit gestern verwechselst. Also ich würde das an der... Das kenne ich aber, Alter. Dann denke ich auch jedes Mal, ey, warte mal, habe ich jetzt den Wecker gestellt? Ja, doch, doch, habe ich auf dem 8. Und dann denke ich mir, drehe ich mich wieder um und denke mir so, ach, du guckst trotzdem nochmal nach, ob wirklich eingestellt ist. Ja, er war wirklich eingestellt. Deine Stelle lieber nochmal überprüfen. Ja. Das bin eindeutig ich. Ja, der Wecker ist auf 6 Uhr gestellt. Und ich habe jetzt nur noch 2 Stunden zu schlafen. Ja, der brauchst doch gar nicht mehr pennen, Alter. Das lohnt sich nicht. Oh, shit. Weißt du, was ich aber so überhaupt nicht verstehe? Was? Warum wir nie rechtzeitig einschlafen können? Nein, warum Menschen Lutschbonbons kauen? Ich meine, der Hinweis steckt doch schon im Namen drin. Lutschbonbons. Aber die kauen trotzdem drauf rum. Hm, das ist eine echte... Mache ich aber nur, wenn die schon so weich sind, dass du wirklich drauf rumkauen kannst, sonst... Oh, ich meine, die Zähne lassen... Ja, die freuen sich, Alter. Genauso wie bei einem Lutscher. Den tust du auch, bis du ganz kleines Lutschen und dann einfach nur wegkauen. Ja, das ist vielleicht so menschliche Gene, keine Ahnung. Echt gute Frage. Ja, gell? Was meinst du? Wenn dein Sohn ein Priester ist, musst du ihn dann Vater nennen? Ich hab ehrlich gesagt keine... Das wäre ja seltsam. Das wäre cool. Sehr gut. Keine Ahnung. Oh, es ist schon hell draußen. Ich glaube, du musst jetzt wirklich langsam schlafen. Ja, das denke ich auch. Aber zum Glück wird es jetzt langsam wieder später hell. Ja, ich bin zwar nicht so eindeutig damit zufrieden, dass der Sommer vorbei ist. Ja, aber ich bin so ein bisschen damit zufrieden, dass es jetzt wieder früher dunkler wird und später hell. Das ist immer schön. Irgendwie muss ich jetzt wieder auf Toilette. Ach komm schon, du hältst das aus. Schlaf jetzt einfach. Okay, dann drehe ich wenigstens das Kissen auf die kühle Seite um. Und die Decke. Oh ja, eindeutig ich. Leute, während Lina da gerade pennt, gebt uns einen Daumen nach oben. Kenn ich. Zu wahr. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.